Hi, schön, dass du da bist. Ich will dir heute ein Projekt von mir vorstellen, und zwar heißt das Projekt SafeChat. Grob erklärt, was ist SafeChat? Wie der Name auch schon sagt, SafeChat ist einfach ein sicherer Chat. Heutzutage gibt es das Problem, dass man eben nicht mehr weiß, was WhatsApp, Facebook, Google mit deinen Daten macht, wo sie gespeichert werden, ob sie verkauft werden oder nicht, ob sie ausgewertet werden. Und genau bei diesem Ansatz setzt SafeChat an. SafeChat hat eine ganz neue Herangehensweise an diese Thematik Datensicherheit und Datenschutz. Und zwar macht SafeChat dich zum Boss. Also du bist der Chef über die Daten, du kontrollierst es, alles liegt auf deinem Server. Du weißt ganz genau, was mit deinen Daten vorgeht, weil du sie besitzt, wie sich's auch gehört. Genau, ich habe SafeChat programmiert, genau aus diesem Grund, weil ich dieses Verfahren eben umsetzen wollte. Und ja, dieses Projekt wird jetzt an dich weitergegeben und ich zeig dir jetzt mal den Trailer von dem Projekt und danach bekommst du noch mehr Details. Und ja, ich bin mega stolz, dir das zu zeigen, also let's go! So, hier ist auch schon SafeChat, du siehst es hier neben mir. Das User Interface ist noch relativ jung, aber kein Problem, das Ganze ist auch ein Community-Projekt. Das heißt, jeder, der Interesse hat, das Ganze weiterzuentwickeln, kann sich gerne bei mir melden oder einfach in die Discord-Gruppe gehen und dann können wir da dran zusammen weiterarbeiten, um eben die Datensicherheit zu verbessern. So, ich zeige dir jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Relativ einfach. Wenn du nicht weiter weißt, klickst einfach erstmal auf das Fragezeichen. Hier kriegst du dann eine grobe Erklärung, wie das alles funktioniert, wie SafeChat aufgebaut ist, wie du es nutzen kannst. Aber das Ganze erkläre ich dir jetzt nochmal. Gut, als erstes gibst du deinen Namen ein, zum Beispiel LH jetzt bei mir, und dann den Chatroom, zum Beispiel YouTube. Und dann klickst du einfach auf Enter und bist in einem Chatroom. Hier oben siehst du auch YouTube und alle, die jetzt den Chatroom YouTube kennen, können hier reinschreiben, so wie ich. Hi, schreibe ich jetzt erstmal. Dann sieht man hier meinen Namen, hi und so weiter. Jetzt könnte ich über ein Handy, mache ich zum Beispiel jetzt, auch auf die Webseite gehen oder mein Freund, wir sagen jetzt einfach, ich bin jetzt ein Bekannter oder so von mir selbst und gehe jetzt auf die Webseite, gebe auch wieder als Name Freund ein und als Raum gebe ich, wie gesagt, YouTube ein. Wichtig ist hier auch die Groß- und Kleinschreibung genauso zu übernehmen. Genau. Dann sehe ich jetzt hier die Nachricht Hi und kann jetzt zurückschreiben Hallo. Und nach 2 Sekunden circa sehen wir hier unten, der Freund hat Hallo zurückgeschrieben. Genau, was ist jetzt das Coole? Das Coole ist, dass nach 20 Nachrichten wird die älteste Nachricht gelöscht. Das können wir natürlich auch ändern, wenn euch das nicht so gefällt oder dir nicht so gefällt. Das ist natürlich der Vorteil von Open Source. Du kannst das Programm an dich anpassen, wie auch immer du willst. Wenn du jetzt sagst, hier, du hast jetzt hier irgendwas geschrieben, was vielleicht nicht so toll war oder geheim ist oder sowas, dann kannst du hier oben einfach auf den Mülleimer klicken und alle Chats sind weg. Das spricht, die ganze Datenbank wurde gelöscht. Also alle Daten sind wieder weg. Und das meine ich eben mit SafeChat. Du hast die komplette Kontrolle. Du kannst es auch gerne nochmal
in der SQL-Datenbank nachschauen, ob die Daten wirklich weg sind. Aber auf jeden Fall funktioniert so eben SafeChat. Und das Ganze soll eben auf deinen Servern laufen. Ich mache dazu eine genaue Anleitung, wie du dir SafeChat aufsetzt, wie du dir eine Webseite registrierst, wie du die Datenbank aktivierst und so weiter, dass du es eben genauso verwenden kannst wie ich. Du kannst es dann mit Freunden oder Bekannten oder wen auch immer, kannst du in bestimmte Räume reingehen und hier dann eben miteinander chatten, ohne dir Sorgen zu machen, dass diese Chatverläufe irgendjemand anders hat. Genau. Das war's hier auch an dieser Stelle schon. Ich hoffe, dir gefällt SafeChat. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn sich ein paar Leute beteiligen. Wenn du es nutzt, der ganze Source Code ist unter dem Video im Quellcode. Du kannst es einfach kopieren und selber aufsetzen. Und wenn du noch ein bisschen wartest, dann kommt hier eine Reihe dazu. Da erkläre ich dir dann Schritt für Schritt, wie du das machen kannst, wenn du jetzt noch nicht so technikaffin bist. Genau, ansonsten war es das hier schon wieder von mir, von meinem SafeChat-Video. Ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag. Bleib sicher, pass auf deine Daten auf und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!